Jetzt nehme ich mir hier einfach mal die zwei mit. Die beiden nebeneinander. Schwert brauchen wir immer. Guck mal, da hätte ich das eigentlich auch gut machen können. Aber, ja, was willst du denn? Ja, komm, nehmen wir mal eben von dir. Ach ja, stimmt, wir müssen ja. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Nur einen. Ach, den habe ich wahrscheinlich. Ja, weil ich den beschädigt habe. Okay. Beschädigt. Sie haben ein Tier beschädigt. Was? Das war aus klar. Das war ein echtes Tier. Ja, und sie haben es beschädigt. Der Schaden in Höhe von 35,95 € wird natürlich nicht übernommen. Weil sie nur 35,13 € haben, müssen sie deswegen in den Knast. Würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Woran liegt das eigentlich? Hier sind ja diese komischen, keine Ahnung. Können eigentlich mal das machen. Ja, dazu ist es ja da. Wir wollen ja nicht, dass unsere wertvollen Steinspitzhacken, Steinäxte beschädigt werden. Na toll. Ah, ja, vernünftige Setzlinge. So. Ich will ja nicht alle Bäume hier oben kaputt machen. Also ein oder zwei Bäumchen, die sollten hier dann wohl noch stehen bleiben. Und der Baum, der hier stehen bleibt. Wir müssen halt mal warten. So, ich bin dafür, dass ich die beiden stehen lasse. Rechtliches Gebrabbel. Es gibt ja von Minecraft auch irgendwie eine Demo oder sowas. Ich hatte nämlich im Language Pack auch irgendwas mit Dingensterboomster.demo und da hat man dann, glaube ich, ein paar Tage oder sowas Zeit, um ja dann etwas zu bauen. Dann konnte man nur noch Fotos machen mit F12 oder sowas. Konnte man nur noch Fotos machen und dann sollte man sich das Spiel kaufen. So hatte ich das auf jeden Fall in Erinnerung. Ich hoffe nur nicht, dass uns die Viecher da hinten am unserem schönen Erntegarten über den Weg rennen. Naja, das ist ein bisschen asymmetrisch. Ich werde das später noch beheben. Apfel! Nicht den roten Apfel, davon stirbst du. Ach, was? Ich sehe Blätter. Ist ja klar, ne? So, ein paar Bäumchen sind ja noch nicht so schlecht, aber... Ja. Birke. Wenn ich ehrlich sein soll, finde ich diese Birkendinger, die sind zwar selten, aber ich hasse die trotzdem. Oder die sind etwas seltener. Und nachher gibt es dann noch weißes Holz. Wie sieht das überhaupt aus? Das ist Birkenholz. Das sieht. Ja, im echten Leben sieht es auch so aus. Nur
halt sind, ist immer rund. Ja, nicht hundertprozentig rund, aber eine Höhle. Okay. Nö, nur so ein Privatunterschlupf. Naja. Dann spawnen hier zumindest keine Tiere. Ach, keine Monster. Keine Tiere spawnen. Und Schweine spawnen. Man braucht ja unbedingt Spawner GUI. Ich würde das auch installieren, weil ich ja auch an der Creative Mode Map gerade am Rumeditieren bin und bauen und basteln und experimentieren und was nicht alles. Und da brauche ich Spawner GUI für, weil ja, ich brauche ja die neue, oder ich habe ja auf die neue Version abgedatet. Es gibt jetzt schon wieder ein Update für die 2.2.3 und jetzt habe ich, nee, für die 1.2.3 und ich spiele ja gerade mit der 1.2.2 und schon wieder ein Apple. Nicht die roten, da darfst du nicht reinbeißen. Ich sehe Blätter. Ja, du bist ja auch gerade in dem Wald, du Vollpfosten. Ich bin so ein bisschen nicht mehr so ganz leer hier alles. Nein! Warum hast du mir das angetan? Ja! Ich kann nicht nur so blöd sein. Ja. Wie nur? So, und das hier will ich auch ganz gerne mal zumachen. Ja, ich weiß. Have you got a problem? Nö, I sit on my wall. Da fehlt gerade irgendwie die Animation fürs Abbauen. Habe ich so das Gefühl. So, inzwischen, das wird, glaube ich, das die letzte Folge jetzt sein, die ich oder die auf 15 Minuten begrenzt ist, weil dann habe ich 15 Videos hochgeladen insgesamt. Und jetzt geht das hier so weg und dann ich falle in die Nether. Ja toll, wie soll es in die Nether fallen? The big question is. Wir sollten uns auf dieser Welt auch mal erkunden. Oder keine Ahnung. Ich würde das hier gerne alles mal erkunden oder mir solche Wege bauen. Oder ich habe ja genau, ich habe ja so viel Kies. Und dann mache ich da einfach einen Weg hin zu meinem Haus. Und wenn ich den Weg wieder finde, muss ich einfach irgendeine Seite lang gehen, damit ich zu meinem Haus komme. Das ist doch mal schlau. Birken. Ja, vielleicht gibt es auch mal irgendwann die Möglichkeit, Items jemandem per E-Mail zu senden. Oder dass man dann... Habt ihr das gerade gehört? Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Aber eigentlich hättet ihr es hören müssen. Hier ist tschüss. Da fährt ja ein Zug ab. Das heißt, hier irgendwo... Oder ich weiß gar nicht genau, was das eigentlich heißt. Es hört sich... Oder ich weiß nur, dass es ein Zug ist. Boah, Mann, ey, was ist denn? Warte mal, da muss ich mal eben kurz ein Foto machen. Ja. Ja, mit F12. Moment, einmal bitte. Screenshots werden... Okay, mit F10. Nein. Okay. Ja. Danke fürs Zuschauen, würde ich mal sagen. Nein, wir hören jetzt noch nicht auf. Das hier alles mit Bäumen ist.
vor, wenn ich irgendwann, wenn ich mal groß bin. Nee, als ich noch klein war, da haben wir im Krieg den Schlamm von der Panzerketten gefressen. Ja, vielleicht kennt einer von euch den Spruch, das kam, glaube ich, gestern Abend auf RTL. Das war, glaube ich, der Comedy Award oder sowas. Ja, das habe ich geguckt beim Abrendern. Ja, den, oder abends habe ich dann abgerendert. Ne, das geht ja so mit meinen Möglichkeiten eigentlich relativ schnell. Noch diesen Baum eben schnell und dann ab nach Hause. Up at home. Das Lied finde ich so, zur einen Seite finde ich das irgendwie schön, aber was soll daran eigentlich beängstigend sein? So, also keine Ahnung. Ja, ja, stimmt ja. Ich kann ja jetzt. Na, eigentlich habe ich ja gar nichts gegen Bäume. Nur ich finde das so, ja, so ultra kacke, dass sie sich hier, guck mal, der zum Beispiel, den gibt es ja eigentlich gar nicht mehr so richtig, oder? Ach, warte mal. Nein, da. Ja, für unser erstes Baumhaus. Wie viel Holz habe ich eigentlich? Okay, das ist natürlich mehr als genug. Ach, das Lied ist schön. Aborigines. Manchester United. Aborigines. Beides unaussprechliche, beknackte. Oh. Big Boomba. Nein. Ach, Mist. Mist ist ja so ein Schimpfwort, was man eigentlich auch verwenden kann. Wenn es jetzt nach YouTube gehen würde und irgendein, sage ich jetzt mal, Pisser meinen würde, er hätte alle, oder sein Urgroßvater oder so, irgendjemand aus seiner bekannten Familie oder so etwas, hätte alle oder hätte viele Begriffe erfunden. Dann dürfte man die Namen nicht nennen und müsste sonst für jeden Namen oder für jedes Wort, was man spricht, ein Patent anmelden. Ist zwar chaotisch, ist aber so. Ja. Peter lustig, ne? So.